Alter, wer ist er denn? Japanischer Tupac, Alter. Alles klar, ich check mal kurz ein. Oh Gott. Das ist so unangenehm. Was geht? Was ist mit deinem Kopf passiert? Hast du zu lange irgendwie... Das ist wie so eine Eiskugel. Das kann doch nicht normal sein, Mensch. Ist doch... Oh! Noch einmal. So eine Scheiße. Und ich bring deinen komischen Gurkenkopf um die Ecke, wo du den nie wiederfindest. Hast du mich verstanden? Ob du mich verstanden hast? Du magst vielleicht größer sein als ich, aber wenn ich einmal loslege, ne? Dann bin ich richtig. Oh Gott. So, was müssen wir hier machen? Some products were missing on the shelf. Always keep the shelf full, that's our motto. So, please restock them by tomorrow morning. Haben wir jetzt schon gemacht. Verpiss dich jetzt. Hau ab. Oh. Was ich mir wünsche, dass wir irgendwie die Überwachungskammer zurückspulen können oder so. Was ist jetzt mit ihm eigentlich? Was ist mit seinem Arm, Alter? Das ist, ich bin der Hamada. So. Da ist irgendwas mit der Lufterfrischung. Mit der Luft, Dingsbums. Hier, die Luftfeuchte, ihr wisst schon. Ich hasse es, so spät zu arbeiten, aber er bezahlt gut. Kümmern Sie sich gar nicht um mich. Ich mach das nur kurz fertig und draußen und dann bin ich tot. Ich meine, dann bin ich schon wieder weg. Was ist mit seinen Fingern eigentlich, Alter? Was ist mit seinem kleinen Finger? Ich wünsche, ich könnte irgendwie zoomen. So, jetzt muss ich mal eben gucken. War die Oma eigentlich da irgendwie komplett... Warte mal, ist der jetzt einfach weggefahren? Was ist das da unten in der Ecke? Ich gehe mal wieder zurück. Das sind so eklige Geräusche, Alter. Ohne Witz, das sind so eklige Geräusche. Ich lass mal die Nudelpakete hier liegen. Ich meine, falls sie die mitnehmen wollen, können sie ja gerne machen, ne? Ist ja auch ganz schön. Was ist das da für in der Ecke gewesen? Was konnte ich denn da noch nehmen? Ist der oben auf dem Dach oder was, Alter? Will er mich verarschen? Komm da runter. Penis. Die Musik ist irgendwie noch ekliger. Sag ich ganz ehrlich. Ach, da soll ich das hinmachen. Da soll das... Oder soll das da nicht rein? Ich meine, hier fehlt doch ein bisschen was, oder nicht? Oder... Wo sind diese Pakete? Ich meine, die waren da, im Regal. Ich glaube, ich hätte das auch... Also, ich glaube, ich hätte so ein richtig unangenehmes Gefühl, wenn das so ruhig wäre, ne? Ohne Scheiß... Ich weiß nicht, ob ich hier gerne arbeiten würde nachts, ey. Ohne Witz. Doch richtig unangenehm. So, schnell wieder hinter die sichere Theke. Da ist alles safe. Oh, okay. Wir chillen einfach. Da fährt ein Auto. Da fährt nur ein Auto, Kevin. Alles in Ordnung. Alles wunderbar. Fehlt nur noch, dass der Strom ausfällt oder so. Das wird bestimmt irgendwann... Oh ne, wer ist sie denn jetzt? Was wollen sie hier? Ich verkaufe keine Staubsauger. Oh ne, die geht jetzt auch kacken. Hör doch auf jetzt. Da kommt noch einer. Was macht die da? Der geht jetzt nach Hause oder was? Was genau? Gehen Sie bitte nicht da hinten in den Raum.
Kommen Sie einfach her und bezahlen Sie das, was Sie bezahlen wollen. Ich guck schnell auf der. Ich guck schnell die Kamera! Spionage-Ei! Aha! Habt ihr das gesehen? Da war jemand. Da war jemand. Der ist gekrochen. Das war der Oompa Loompa, der die Tür aufgemacht hat. Das ist auf. Oh. Fuck. Guten Tag. Da kann ich Ihnen helfen. Achso. Bitteschön. Sind Sie die Einzige, die hier arbeiten? Ja, offensichtlich. Ich kann das nicht glauben. Ja, ich auch nicht. Was für ein Geschäftsführer teilt ein Mädchen oder eine Frau in eine Mitternachtsschicht, in eine Nachtschicht, ich weiß auch, schicken Nuggets ein. Alleine. Fragen Sie mich nicht. Ich habe keine Wahl. Toll. Das sollen wir jetzt, was ist denn das jetzt für eine... Take it. Dann ziehen wir das mal an, ne? Ich trau mich immer noch nicht. Ich will gar nicht wissen, was da irgendwie... Das ist voll eklig, Alter. Dieses kleine Kackkind oder was auch immer das ist, das ist da gerade rechts vor der Tür, ist da gekrochen. Das kommt bestimmt hier irgendwann in den Laden rein. Oh Gott. Ich kann da gar nicht reinzoomen, das ist toter Wink. Oh nein. Kann ich hinzoomen? Wir gehen da lieber nicht hin. Oder wir schauen da jetzt nach und gehen da voll rein, Alter. Wozu ich voll Bock hab. Nee, wir bleiben hinterm Tresen. Pass mal auf, wetten, die Tür geht jetzt gleich wieder los. Ich hab meine Aufgabe erledigt. Ich hab sie erledigt. Mir kann keiner was. Vor allem, dass die so stampfen müssen, das ist richtig eklig. Das ist voll laut. Ich will da nicht hinten reingehen, Leute. Wir können da nicht rein. Ich will da nicht hin. Ich will da wirklich nicht reinlaufen ohne Scheiß. Ich hab keinen Bock, da reinzugucken. Das ist so eklig. Das ist bestimmt der Typ, der über die Brücke gegangen sein soll. Ach nee. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Sie können das doch nicht machen jetzt. Ich sag euch, die Oma hat da irgendwie einen verfluchten Schiss reingesetzt. So ein richtiges Ei hat sie reingelegt. So ein richtig verdorbenes Ei, Alter. Das ist... Irgendwas ist da reingeplumpst und... Es ist nur eine Toilette, Kevin. Ich nehme Desinfektionsspray und attackiere die Toilette. Was soll die Scheiße? Du Kackklo. Was fällt dir ein? Oh nein. Es war so klar.
Lass es sein, bitte. Nein. Was war das? Entschuldigung, ich komme gleich. Willst du mich verarschen, Alter? Ihr ekelhaftes Stück. Da ist gar keiner. Was ist das für ein Scheiß? Was ist das für ein Scheiß? Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Job. Weil es viel zu unterbezahlt, die Drecksau. Oh. Oh. Oh Gott. Also, was ich kurz sagen muss zu dieser Dame, sie könnte halt locker Basketballspielerin sein, ne? Was ist denn das? Ich gehe nicht mal. Jetzt soll ich nach hinten gehen oder was? Wollt ihr mich verarschen? Aber mein Finger, Alter. Was war das denn? Talisman. Oh nein, ich... Warum hebe ich das auf? Warum hebe ich die Scheiße auf? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich gehe hinter den Tresen. Ich gehe hinter den Tresen. Ich gehe hinter den Tresen. Ich gehe hinter den Tresen, Alter. Ciao, das war's. Ich habe einen Talisman aufgehoben. Ich bin verflucht. Jetzt ist vorbei. Das war's komplett. Jetzt ist Ende. Glaube ich. Ich glaube, jetzt ist vorbei. Jetzt können wir das Gebet schreiben, Leute. Was wollen die von mir? Ich habe Talismänner jetzt. Spült das Klo runter? Warum? Wieso? Ich will das irgendwo hier wegwerfen. Das ist doch nicht meine erste Intention, wenn ich so ein Ding finde. Hier, in die Mikrowelle. Ich geh da nicht nochmal rein. Das letzte Mal, wo ich da drin war, Alter, war tot. Was mache ich jetzt? Geht gar nicht. Was ist das jetzt? Was soll die Scheiße? Das Spiel will jetzt nicht, dass ich da hinten hingehe. Hör doch auf. Ich gehe nicht auf den Hinterhof. Nee, vorher hole ich mir einen Maxi gegen, Alter. Ihr könnt mich mal.
Mensch, ist dein Laden unordentlich. Ja, wenn du das so unordentlich findest, dann komm doch her und saug oder wisch oder was weiß ich. Ist mir scheiße, ich mach so lange Pause. Okay. Mit der Macht des Maxi kriegst du, Alter. Willst du mich verarschen? Warum? Was ist das für ein Schlüssel? Oh fuck you, Alter, leck mich doch. Nee. Oh Gott, was willst du? Scheiß. Oh, das stimmt jetzt hier mit. Das Chat. Chat. Das muss die Scheiße sein jetzt. Ja sicher, Exorzismus durchführen, auf geht's. Ist das unser? Okay, und was passiert hier jetzt? Oh, ach, und die macht jetzt einfach so weiter, oder was? Verarschen?
Wir sollen jetzt einfach so dahin zur Arbeit und als sei nicht gewesen? Erzähl mir doch nichts. Was ist das denn für ein Scheiß? Vielleicht war es nur ein Traum? Aber wir haben doch... Also die Tür, die wir gerade gesehen haben, das ist das Ding wo bei dem Schuppen, wo wir waren. Ja. Und da stand eine 4 auf der Tür, auf dem Fernseher. Aber was soll denn... Was soll mir das denn jetzt bringen? Ja, leerer Kühlschrank ist trotzdem da. Siehst du, bringt gar nichts. Was für Geld. Was ein Albtraum. War das alles ein Traum? Willst du mich verarschen? Sie weiß es wirklich, also, sie denkt jetzt wirklich, sie weiß es nicht? Was soll denn die Scheiße, warum wird... Zumindest regnet es nicht. Oh Gott, wenn jetzt irgendwo die Frau steht, dann... Dann schrei ich hier alles zusammen, ohne Witz. Dann bin ich raus, Leute. Ihr könnt gucken. Ich guck nicht. Nee. Mm-mm. Hör bloß auf, ey. Komm jetzt nicht irgendwo hier. Mach das nicht, ey. Ab zur Arbeit, ja toll! Ey, die kommt doch bestimmt gleich irgendwo angesprochen. Die will uns gleich hier aufessen. Die will unsere Kopfhaut oder so. Parkrawler, du kannst dich jetzt. Weißt du, da. Ihr zieht wieder euren Arsch ein, ne? Ich muss hier laufen, machen und tun und ihr zieht wieder euren Arsch ein. Das ist ja mal wieder typisch für euch, Leute. Ohne Scheiß. Boah, ich werde niemals irgendwie einen Job haben, wo ich Nachtschicht habe. Ohne Witz. Also spätestens jetzt nach diesem Spiel bin ich raus. Komplett tot. Nicht anspringen, nicht anspringen, bitte nicht. Ja, oh, du Drecksau! Was ist denn los hier? Was ist denn los hier? Ihr seid solche Pisser, wisst ihr das? Nee, ihr braucht jetzt auch nicht Gesundheit zu sagen hier. Braucht ihr jetzt auch nicht.